wird gleich vielleicht ein bisschen brutal aussehen. Es ist auch. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Cam Volta. Ihr seht, ich bin nackig. Marcel steht neben mir. Das heißt, es wird wild. Marcel aka der Rückenmacher. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr Interesse dran habt. Super Sache, ich kann es nur jedem empfehlen. Mir hilft es unglaublich weiter, so wie schon tausenden anderen, denen du geholfen hast. Marcel wird mich jetzt ein bisschen manipulieren. Der wird jetzt ein bisschen mich einrenken, manipulieren, mobilisieren, alles wieder in die richtige Bahn leiten. Ich bin bei Marcel schon seit Jahren und bin immer unglaublich zufrieden, wenn er wieder geht oder wenn ich wieder gehe. Wir werden auch im nächsten Video, werden wir auch ein bisschen Rücken trainieren, dann werdet ihr mal die Wirkung so einer Mobilisation live sehen, sag ich mal. Also es wird eine reine Gesundheitswoche. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Marcel, mal vorbeischauen und let's go. Let's go. Wir schauen erstmal, wie der Kevin aussieht vom Rücken her. Wir drehen es einfach mal andersrum. Wo hast du Probleme? Von hier bis hier, so in dem Bereich. Also ganz Körper. Ja. Also ich habe Probleme ganz doll hier und hier. Brustwirbelsäulenbereich. Momentan sehr, sehr dolle Ellbogenprobleme. Wo du aber auch gestern meintest, dass es hier ziehen könnte. ISG-Probleme habe ich ganz schön dolle seit zwei, drei Wochen. Sprunggelenke, Knie, alles zwickt so ein bisschen. Wir checken das alles durch. So, also was man jetzt hier merken kann, alleine ist auf die Kronenspannung der Muskulatur, sieht man schon, indem man eigentlich mal so die Haut versucht hin und her zu schieben, dann merkt man, dass eine Seite schlechter läuft als die andere Seite und die eine Seite halt mehr kompensiert. Wenn man jetzt hier weiter abtastet, dann merke ich hier eine härtere Stelle. Und diese harten Stellen, sagen halt viele, das sind Verhärtungen. Ne? Muskulatur, die einfach zusammengekrampft ist oder verklebt ist und diese harten Stellen sich bilden. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin der Meinung, Verhärtung gibt es nicht. Außer du hast einen Muskelfaserriss oder eine Zerrung. Dann zieht der Muskel sich reflektorisch zusammen, dann hast du einen Knubbel, dann kannst du das rausmassieren. Eine Verhärtung kannst du im Gewebe immer hin und her schieben. Und wenn ich jetzt hier hin und her schiebe, schiebe ich einfach nur das Gewebe oder den Muskel über diese harte Stelle drüber. Also nicht, dass ihr denkt, Marcel macht das jetzt hier einfach nur aus Spaß und doch, Freude an der Sache. Doch, ich übe. Übrigens, Marcel hat natürlich auch Instagram und zwar der Rückenmacher. Ist unten auch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Blenden wir hier auch nochmal ein. Da könnt ihr Marcel auch selber kontaktieren. Marcel sitzt eigentlich im Raum Frankfurt. Hessen. Ich glaube, ganz Deutschland kommt schon zu ihm. Weiß ich nicht. Ist vielleicht davon überzeugt und will da auch mal hin. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was der. Mir macht Spaß. Junge Mann da macht. So, wir testen jetzt einfach mal die Mobilität vom Schulterblatt. Bei den meisten werdet auch feststellen, ihr da draußen, wenn ihr trainiert oder generell, wenn ihr versucht, den Arme nach oben mal zu nehmen, werden viele nicht hochkommen. Viele sagen immer, die Schulter ist nicht so flexibel. Ja, aber das Problem ist, nicht unbedingt die Schulter, nicht unbedingt das Schultergelenk. Die Scapula, also das Schulterblatt, ist das Problem. Und das liegt daran, an diesen harten Knubbeln hier. Was ich vorher schon gesagt habe. Und die harten Knubbel sind alles, alles verschobene Rippen. Dann fangen wir mal an. Als erstes schiebe ich die Muskulatur mal so ein bisschen hin und her, und ein Gefühl dafür bekommen, wie sich der liebe Kevin anfühlt. Gut fühlt er sich an. Ja, schon klar. Da hat es gerade schon geknackt auf jeden Fall. Das wird gleich vielleicht ein bisschen brutal aussehen. Es ist auch. Nur bei dir. Mal einatmen. Und aus. Schulter hängen lassen. Ein und aus. Okay. Füße bleiben so. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und Schulter hängen lassen. Ja. Ein und aus. Ja. Mal auf die Seite drehen, Bauch zu mir. Jetzt mobilisieren wir das Iliosakralgelenk. Hier merkst du es, ne? Einatmen. Und aus. Und locker lassen. Und jetzt. Einatmen. Und aus. Ja. Alter. Auf den Rücken legen, hochrutschen. Sehr oft kann hier irgendwas am Sprunggelenk, am Talus blockieren. Zieh ein bisschen am Fuß. Geknackt. Bisschen. Das ist gleich die ganze Zeit, hörst du das nicht? Manchmal hört es. Fußspitze anziehen. Und locker. So, jetzt kommen wir zum Hals. Ist ja jeder ein Freund von. Also es gibt immer so und so Meinung. Also wenn ihr viele verschiedene Leute fragt, bekommt ihr immer viele Meinungen. Ich kenne Marcel schon ein paar Jahre jetzt, auf jeden Fall. Und ich mache das auch schon ein paar Jahre. Und mir ging es immer gut und immer besser danach. Diese Verschobenheit, das ist bei mir wirklich ein Riesenproblem. Und nachdem Marcel da war, klar, das hält jetzt nicht lange leider, weil wir uns halt nicht regelmäßig sehen. Aber mir geht es so viel besser. Auf Dauer, wie es einmal das erste Mal gewesen war, war alles richtig schlimm. Ja. Ne? Also so schlimm, wie es das erste Mal war, ist es definitiv nicht mehr. Ja, das stimmt. Sicherlich auch eine Vertrauensfrage, oder? Ja, absolut. René, hast du Schmerzen? Nein. Doch, habe ich gesehen. Er hat mich schon analysiert.
Alter. Alles Beste kommt das noch, ne? Ja, so ein bisschen, wir machen gleich so ein bisschen Hals-Stretch. Das ist super. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Also mal einatmen, Nase, Mund zulassen. Ein bisschen mobilisieren. Ja. Nase ein. Und Nase aus. Ja. Nochmal hinsetzen. Füße nach links. Er lebt nicht mehr. Mal aufstehen. Die Hände in die Hüfte. Dreh mal Kopf nach links. Ja, nach rechts. Hände runter. Den linken Arm gestreckt nach oben. Richtig hoch. Das ist gut. Andere Seite. Yes. Ja, wir sind durch. Wie fühlst du dich? Ja, besser. Viel besser. Das ist echt Wahnsinn. Also, ich hatte Schulterschmerzen immer. Einfach die Schulterschmerzen weg. Nacken ist jetzt auch wieder besser. ISG ist auch besser. Können wir nach dem Training wieder urinieren. Das Gute ist, danach knackt er mich nochmal. Also können wir jetzt im Training richtig Gas geben und alles wieder verschieben. So, jetzt der Kameramann. Nee. Was, Outro oder Intro? Kannst du auch noch ein Video starten. Was willst du jetzt machen? Ich will ein Outro haben. Okay. So, Marcel geht jetzt gleich wieder. Schade, ich hätte ihn am liebsten in meiner Nähe, dass ich öfters mich behandeln lassen könnte. Also es wäre ein absoluter Luxus, wenn ich so maximal eine Stunde weit weg wohnen würde, dann wäre ich wahrscheinlich mindestens einmal die Woche bei Marcel. Es tut mir einfach unglaublich gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Bei Marcel mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt auf einen Termin, schreibt ihn einfach an. Handynummer steht auch auf der WhatsApp, auf der Instagram-Seite. Ansonsten über Instagram auch anschreiben. Du antwortest auch deinen Kunden? Ja, natürlich. Ja. Jeden Einzelnen. Okay, also da findet ihr auf jeden Fall dann eine gute Beratung. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei.